It's Anya time. So, da wären wir wieder. Frohes Neues. Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen ins Jahr 2019. Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht. Womit muss man sich eigentlich beschäftigen in diesem Zeitalter? Ich kam auf 7 Punkte, die ich für vordringlich halte. Nummer 1. Welches Problem lohnt sich wirklich zu lösen? Wir haben im Grunde meines Erachtens 3 verschiedene Baustellen im Moment, an denen wir kollektiv, kollaborativ zusammenarbeiten müssen. Das ist einmal der Klimawandel, natürlich ganz oben. Alles wird nicht mehr funktionieren, ohne dass wir die Erde zur Verfügung haben. Zweite, wir werden immer älter. Die Pflege ist ein zweiter wichtiger Aspekt, um den wir uns kollektiv kümmern müssen. Und drittens natürlich die Digitalisierung. Und zwar nutzen wir die und brauchen wir die, um die anderen Probleme jetzt lösen zu können. Nummer 2. Fräulein Flo hat sich auf die Fahnen geschrieben, sich um die Einzelmenschen zu kümmern, sie zu empowern, damit sie zu der Weisheit der vielen beitragen können. Weil nur so unseres Erachtens die Probleme von Punkt 1 wiederum gelöst werden können. Dafür brauchen wir die vielen, dafür müssen wir darüber nachdenken, wie wir die empowern, wie wir die ermächtigen, selbst die Lösungswerkzeuge zu entwickeln und anzuwenden. Punkt 3. Wir müssen uns fragen, ich lese mal vor, wie wir mehr transformative Ideen und Umsetzungen schaffen. Zentraler Punkt ist das. Die Digitalisierung ist nämlich weit mehr als bisherige Prozesse zu digitalisieren oder Menschen zu zeigen, wie sie Medien kompetent nutzen können, sondern Digitalisierung umfasst Werkzeuge, Medien und einen neuen Kulturraum, den wir gerade gestalten und wo wir aktiv werden müssen, wo wir auch immer mehr kluge Menschen mit reinnehmen müssen, die auch wirklich sich mit einbringen und diesen Kulturraum gestalten. Nur dann wird Digitalisierung möglich sein und auch darum werden wir uns mitkümmern wollen mit euch. Punkt 4. Wir denken, dass mit 25% aktiven Menschen wir einen Peak schaffen könnten, so dass das ein Selbstläufer wird, dass Menschen sich selber die Werkzeuge schaffen, die Umgebungen schaffen, die sie brauchen, um die Probleme zu lösen. Wir denken, dass es derzeit ca. 15% sind in allen unterschiedlichen Bereichen, die wir derzeit haben. Dort gibt es bereits Menschen, die was machen, die anpacken, die sich vernetzen, die immer weiter voranschreiten. Wir brauchen weitere 10% und daran wollen wir mitwirken. Das ist also der 4. Punkt, den wir zu lösen versuchen. Ja, warum nicht? So, und was braucht es dafür? Man muss natürlich genau diesen Menschen, die was machen, bewegen wollen, auch geeignete Infrastrukturen zur Verfügung stellen. Und genauso den anderen, die nicht wollen, auch die brauchen gewisse Infrastrukturen, damit sie da nicht sich abgehangen fühlen. Und insofern muss man das in der Balance halten, aber wir brauchen vor allen Dingen im Moment Infrastrukturen für Leute, die was bewegen wollen, weil die gibt es. Ich treffe sie jedes Mal und bei jedem Meeting treffe ich diese Menschen und sie wollen was bewegen und sie stoßen die ganze Zeit an ihre Grenzen, weil die Infrastrukturen nicht so sind, wie sie sein sollten. Das fängt an beim Internet, bei der Milchkanne sozusagen und endet nicht zuletzt bei vielen verbohrten alten nicht oder altgebliebenen oder bereits jungen, schon jetzt alt agierenden Menschen, die meinen, sie wüssten es besser oder wollen ihre Errungenschaften nicht aufgeben. Punkt, wo waren wir? 6. Wir müssen weiter vom Menschen ausdenken und nicht von den Institutionen her und nicht von den Organisationen her. Es wird so sein, dass manche Organisationen und Institutionen implodieren werden. Kein Problem. Dann müssen wir halt Alternativen dafür schaffen. Das werden wir auch hinbiegen, wenn man uns diese Infrastrukturen erlaubt, uns gegebenenfalls auch selbst aufzubauen. Damit kommen wir zum 7. Punkt und letztlich auch der entscheidende, weil das können natürlich nicht nur wir alleine leisten, sondern wir brauchen euch alle da draußen.
Und wer da einen Impact erzeugen will, der sollte nicht nur darauf verzichten, zu fliegen oder vegan zu essen. Das ist zu wenig. Das ist einfach zu wenig. Wir müssen wirklich fundamental an die Probleme ran. Und wir müssen uns Gedanken machen, wie wir die Welt von morgen gestalten wollen. Anders geht es nicht. In diesem Sinne brauchen wir Action. Und diese Anja Time ist die erste im Jahre 2019. Es werden viele weitere Folgen. Wir werden den ersten Teil des Jahres dem China-MOOC widmen. Vor allen Dingen dem China-MOOC in der Öffentlichkeit. Wir werden darüber nachdenken, ob und wie wir von China lernen können, weil die sind dort wesentlich innovationsfreundlicher als wir. Die Menschen ziehen mit und die Menschen freuen sich darauf, weil sie haben bislang weitestgehend haben sie Vorteile durch die Digitalisierung erlangt, durch den technologischen Fortschritt. Insofern freuen die sich drauf und nicht so wie wir Deutschen. Und deshalb werden wir genau hinschauen, was können wir lernen und was wollen wir vielleicht doch nicht. Macht mit und die Links findet ihr hier unten. Und ich wünsche euch was. Alles Gute für 2019. Bis dahin. Bye bye. Ciao.